zum Finale des heutigen Abends. Gut. Europameister. Europameister waren schon viel. Außer uns. Wir waren es noch nie. Uns haben sie auch nicht mitspielen lassen. Wir haben zu wenig Tore geschossen. Aber heuer ist egal. Die Gegner haben keine Wahl. Als Gastgeber haben wir es leicht. Ist unser Spiel auch noch so seicht. Dreimal dürfen wir spielen mit den Besten. Dann ist aus mit dem Goalmatisten. 15 Goal in nur 3 Spiel, ist das alles, was man will? Sollen wir uns vielleicht besinnen? Gibt es eine Möglichkeit zum Gewinnen? Natürlich gibt es eine Chance zu siegen. Der Gegner darf nur spielen im Liegen. So machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch und der Gegner liegt am Bauch. Einmal im Leben Europameister, der mal wird sich wundern, es frasst er. Hey, gib mir zurück mein Portemonnaie. Nee, ich hab's nicht, ohne Schmäh. Geh, schieb mich nicht an mit dir, sonst hol ich gleich dich her. Die Alte vom René, die hat der Portemonnaie. Ich glaube, ich hol dich her, ich bin doch nicht der Weh. Die Renate vom René, die ist eine brave Fee. Du hast mein Portemonnaie, rucks aus ohne Schmäh. Dein geschissenes Portemonnaie, geh bitte, ruf dich her. Ich erschieß dich wie ein Reh, gib mir jetzt mein Portemonnaie. Hey, was liegt am Kanapee? Dein depperts Portemonnaie. Jetzt zahlst mir einen Kaffee, sonst hau ich dich in den Schnee. Ja. Fragen, die nicht jeder stellt. Braucht Venedig LKWs? Gibt's bunte Smarties auch in Schwarz-Weiß? Warum kann man harte Eier nicht wach kochen? Wann stirbt der Tod? Wie heißt die Grenze zwischen blöd und gescheit? Ein Pferd bäumt sie auf. Aber was macht der Baum? Erkenntnisse. Wer ist der Haut fort, der fährt nicht weit. Schlangen sind oft verwirrt, wenn so ein Tausendfüßler fragt, wo drückt der Schuh? Auch der Arsch hat eine Vorderseite. Motorradeln und Baum busseln am liebsten im Sommer. Egal ob falsch oder richtig, der Sinn des Lebens ist nicht wichtig. Wer einen Uhrring an die Taille einer Wespen legt, der hat und kriegt einen Stich. Wenn du mit einem Hund ins Bett gehst, sollte es der Flo sein. Das Blöde mit den Gescheiten ist, die machen auch nicht mehr als Mist. Nicht nur schöne Leute haben schwere Seiten. Wo die Minister Kisten schleppen, sind die Bürger keine Deppen. Wer zu Hause bleibt, bringt es auch nicht weit. Lass dich lieber von roten Ameisen beißen, als von den braunen Bären. Man wird nicht größer, wenn man andere klar macht. Wir sind doch keine Bergsteiger, dass wir alle aufwollen. Nimm nie das Beste, es soll ja zu dir passen. Bleib zum Trotz beim Z. Zusammenkommen, zusammenreden, zusammenarbeiten und was zusammenstellen, zusammen Werk, zusammenpilieren und sie zusammenreißen, dass man zusammenkommt, kompromissbereit auch, mal die Zähne zusammenbeißen. Zusammenfahren, zusammenwegkommen, zusammen bei der Mitte treffen, beim zusammen Mittagessen, zusammen vertiefen, kombinieren. Zusammenlassen, Herz und Hirn, zusammen Ziele herfantasieren, zusammen was zusammen fantasieren, einen Rohplan fixieren. Zusammentragen Infos, zusammenschreiben, zusammenstreichen, zusammenlang aufbleiben, Computer zusammenstecken. Für einen Datentransfer, sind die zusammengesteckt, geht das alles schön, zusammen und hin und her.
dann stellen wir ein paar CDs zusammen, wird sie zusammengenommen, zentriert, auf ein Zusammensetzen, zusammen vortragen, zusammen präsentieren, zusammen diskutieren. Zusammen packen wir das schon zusammenrahmen, nachher. Zusammen zurückfahren. Zusammen feiern, zusammen lang aufbleiben, stoßen wir an auf unsere Zusammenarbeit, tun wir zusammen resümieren. Dabei was zusammen fantasieren, was zusammen schlafen, zusammen kommen so richtig, zusammen ins Bett gehen, wird plötzlich auch wichtig. Zusammen ausziehen, zusammen geweckt werden, zusammen entdeckt werden. Was zusammen schwafeln und zusammen lieren, zu Hause eine Krise zusammen kriegen, Konsequenzen draus ziehen. Wollen wir zusammenziehen, zusammenleben, die alte Beziehung gleich aufgeben, zusammen Fernsehen, zusammen ausgehen oder wollen wir gleich heiraten? Komplikationen finanziell. Mir geht das jetzt alles viel zu schnell. Darum zusammenpicken war mir eh zu viel, weil ich eigentlich nur zusammenarbeiten will und zwischendurch mit dir vielleicht zusammen ins Bett gehen will. Dein Lebensstil war mir zwider, zusammen kannst leben, nennst du wieder. Du kennst auch keine Disziplin. Wie machen wir das hin? Mir sind die dauernd zusammen scheißen, also du darfst die endlich zusammenreißen. So, das reicht für heute. Ja! Hocken, deppert, Leben blöd. Weiß nicht, wie das weitergeht. Relogiert ist halb krepiert. Weiß nicht, was noch kommen wird. Lasst mich denken, lasst mich leben. Ich wollte euch noch was übers geben. Ach so, sagen die. Was willst du, du Sandler, uns da groß berichten? Geh an, verschwind, gescheißen und erzähl uns keine Geschichten. Was willst du im Ernst noch reißen? Champion im Häusl dichten. Du bist, brannst du, total am Sand, hängst nur noch deppert umeinander. Dir hat in deinem öden Leben noch gar nichts, auch nur irgendwas gegeben. Du möchtest, blärst du eh so sein, als wie man sagt, man sollte sein. Du bockst das aber, sagst du nicht. Und meinst, jetzt ist schon alles zu spät. Bei alle Ranz, du hast den Haar. Und keiner hat für dich was da. Geh auf mich bitte einmal an. Du schimpfst, das Leben ein Trauergespiel, die Welt, die soll dir gestohlen bleiben. Da schalte ich an, es fällt nicht viel, dass ich die auslaufe und die frage, Alter, soll ich dir einen Kohlen reiben? Das habe ich aber zu oft schon da und warte aufs Zurückgehen, sehr geduldig. Die Welt, brüllst du, ist da was schuldig? Du hast ja so viel für sie da. Geh auf mich bitte einmal an. Die Welt, naja, die kannst beschimpfen. Es ist da ja sowas von wurscht, ob sie in Afrika sterben vor Durst und so arm sind, dass die Kinder impfen. Das ist ja ernst. Man kann nichts machen und deswegen kennt das nicht mehr lachen. Das hätte auch was an dir verbrochen. Das hätte auch die Welt dir da. Gerät mir heute nicht mehr an. Liebe verzaubert. Auch als altes Kuchelmesser war er die noch scharf auf dich. Sogar als tiefes, kaltes Wasser ziegerte man die gern ein. Haust du das Frühstück eine, brodert die bei dir als Ei. Waren wir zwei Glaseln, kam es auf einen Sprung vorbei. Und waren unsere zwei Herzen starre Flammen von zwei Kerzen, fragte die ganz gerade aus, gehen wir miteinander aus? Und war er dir Frauenmörder und du warst, das sag ich jetzt für die Männer, und du warst allein als Frau, dann mach er dir noch einen ganz einen kleinen Abstecher in deine Augen. Ausperlen. Uns ausperlen, anwacheln, ausbürsteln, uns Schuhe polieren und Stiefel wichsen, uns einbrennen, einrieren und Fetzen auswinden, uns Wimmel ausdrucken und Arsch auswischen und uns nur den schissenen Staubwache 50 Mal beim Fenster ausperlen können. Uns Taschel schwingen, Taschel ziehen, uns Taschel ängstlich an die Brust drucken, wir zum Sämen rennen, wir vom Klo aufspringen, wenn im Zimmer drin das Handy leiht. Wie es die Tiere zu knallen, wenn sie streiten. Wenn sie streiten, wer die ganze Arbeit macht. Aber wer lieber gar nichts hätte angreifen sollen.
Wie sie sich anfallen beim Ölkannen holen, wie es einer hinter den anderen betont, aber starrt und fuhr, was voll die angeachte Klo-Muschel putzen. Wie einer auffällig grast vor den anderen seine Stutzen, wie sie sich aufregen, wenn nur im Stirnhaus irgendeiner huscht oder einen Schaß lässt. Und wie es kleine Kinder verdreschen. Ich könnte nicht sagen, das war mir alles wurscht. Ich könnte einer jede Minute und Stunde. Ja aus und ja ein. Eine Gläschen. Wien höflich. Tag der Herr. Sagt der Herr, weil ich das schon herbläder auf. Selbst da dran, da schon hand ich das zurück. In die Eier, mach ja mehr, hast du gut eine Tischel, wer ein Liter Blut. Ist schnell verbritzelt. Windelweich, bitte gleich. Obekaut. Sag das laut. Mit meiner Alten. Aus der Kalten. Scheiß dir auch eh nix drauf, zieht das Ei zu bis 3000 Rosenscheiß in den Hust. Ich darf ihn haben! Jetzt hast du gerissen, gell? Du fährst noch an einem Baum vor lauter schlechtem Gewissen. Ja.